bin Daniela Hoffmann, 36 Jahre alt, arbeite seit 10 Jahren als Schulsozialarbeiterin an der integrierten Gesamtschule Willy Brandt in Magdeburg und bin auch gleichzeitig mit einer halben Stelle Teamleiterin für den Bereich in Magdeburg, für die Schulsozialarbeiter. Die Projekte der Schulsozialarbeit zielen immer darauf ab, die Kinder und Jugendlichen an der Schule auf ihrem Bildungsweg zu begleiten, hin zu einem hoffentlich erfolgreichen Schulabschluss. Unsere Aufgabe ist es, an den Schulen die Kinder halt zu begleiten, zu beraten, zu unterstützen, uns natürlich auch Partner mit zur Seite zu holen, die uns in unseren Projekten mit unterstützen, in Beratungsangeboten für Projekte, zum Beispiel im Rahmen der Drogenprävention oder Sexualaufklärung, solche Sachen. Dafür holen wir uns auch mal einen Partner mit an die Schule. Wir sind ja gefördert über den Europäischen Sozialfonds. Und Ziel ist es, oder das oberste Ziel ist es, Schulerfolg für alle Schülerinnen und Schüler hier im Land zu ermöglichen. Politiker vielleicht auch davon zu überzeugen, welchen Stellenwert diese Arbeit an der Schule hat, neben dem Unterrichten, neben diesem alltäglichen Alltagsgeschäft, ja, was sonst so stattfindet an Schule. Ja. Schwierig zu messen, ja? Was ist denn jetzt der Erfolg dieser Arbeit, was habt ihr denn gemacht? Und das ist für, glaube ich, einen Politiker, der nicht vom Fach kommt, schwierig, oder überhaupt für Menschen, die nicht vom Fach kommen, schwierig zu verstehen, was man da so macht den ganzen Tag. Ja, eine Lehrkraft unterrichtet, gibt Unterricht, das Kind lernt was, kriegt eine Note, am Ende einen Schulabschluss. Das ist total einfach. Und soziale Arbeit ist schwer greifbar in dem Moment. Ja, vor Ort ja, ja, kann man es sehen, aber so nach außen zu transportieren, was man macht, ist immer sehr schwierig.